Ja, Karin, ich stelle dich kurz vor. Ich habe einige Sachen hier mitgebracht und dann steigen wir einfach ein. Wir haben auch im Vorgespräch gesagt, wir starten mal natürlich mit dem Thema des Tages, was heute so passiert ist, und gucken dann aber auch, was in unserem Gespräch entsteht. Ja, du bist Diplom-Sozialwissenschaftlerin von deiner Ursprungsausbildung und bist seit 2001 bei der Techniker Krankenkasse. Und seit 1. August 2017 als drittes Vorstandsmitglied verantwortlich für Personal, Mitgliedschaft, Beiträge sowie Markt und Kunde. Davor warst du in der Politik, habe ich gelesen, in der Hamburger Bürgerschaft. Ganz kurz, dann in einem Verband im Gesundheitswesen und danach als Projektleiterin bei der TK und zuletzt als Geschäftsbereichsleiterin vor deiner Berufung in den Vorstand, immer mit steigender Personalverantwortung, heute mit 14.000 Menschen als dein Team, wie ich gelesen habe, so wie du es auch beschreibst. Und ich habe viel gelesen im Netz über deine Berufung als kleine und große Sensation in den Vorstand der Techniker Krankenkasse. Der wurde geschrieben von Frauenpower im Vorstand und da werden wir später auch nochmal zu kommen. Für uns schließt sich auch ein bisschen der Kreis, weil wir uns seit deiner Zeit am ISB kennen. Du hast Ausbildung gemacht bei uns, wir haben uns hier dann in Hamburg immer wieder getroffen. Und haben auch letztes Jahr einfach so über die Wirkungen, über das, was du mitgenommen hast aus der ISB-Ausbildung gesprochen. Und dann in unserem Vorgespräch haben wir gemerkt, da kommen einfach so ein paar Fäden zusammen und das wird uns dann später auch nochmal beschäftigen. So, als erste Frage, was hast du denn mitgenommen für dich an Impulsen und Highlights aus dem Tag? Erstmal war das für mich jetzt spannend, das hatte ich ja gerade gesagt, zu hören, wie du mich vorstellst. Es ist doch immer spannend, welche Fakten dann jemand rausnimmt, um einen selbst zu beschreiben. was habe ich von heute mitgenommen, ist deine erste Frage. Wieder, dass ich mich hier sehr wohl fühle, dass es einfach schön ist, dass das ISB hier im Norden seine Zelte aufgeschlagen hat. Vor 3 Jahren das erste Mal, seitdem komme ich hier gerne immer hin. Bin froh, dass Jost, mein Mann, mitkommt, weil es uns immer wieder Impulse gibt, über die wir einfach nachdenken, diskutieren können. Und auch das war heute wieder der Tag. Wir waren gerade auch in der Session New Work. Was heißt das eigentlich und was macht das mit uns? Und das war eine ganz anregende Diskussion. Und das nehmen wir immer mit, dass wir dann einfach Impulse haben, weiter darüber nachzudenken. Und das ist ja einer der Elemente auch der Lernkultur vom ISB, dass es Impulse setzt, dass man weiter darüber nachdenkt und dass man sich halt weiterentwickelt. Das so als ein Thema, wofür dieser Tag auch immer ist. Ich würde gern auch noch nennen, das hatten wir gerade auch in der Pause wieder, es ist toll, immer hierher zu kommen, weil man ist ja unter einer Gruppe von Gleichgesinnten. Man hat dieselben Kontexte, wir haben dieselbe Haltung, wir haben dieselbe Wörter, mit denen wir Dinge beschreiben. Also wir kommen sehr schnell in den Dialog. Und das fiel mir heute Morgen schon ein. Ich glaube, du hattest es dargestellt, so dieses, wir sind sehr freundlich miteinander und haben wir eigentlich eine gute Konfliktkultur. Ich habe das damals in der Ausbildung beim ISB auch schon so empfunden, immer als ganz große Wohltat. Ich weiß nicht, vielleicht ging es euch auch immer so in der Ausbildung dort. Das war schon irgendwie so ein bisschen heile Welt. Ne? So, man hat sofort anders gesprochen. Wenigstens, ich war nie als Beraterin unterwegs, sondern immer als Führungskraft in einer großen Organisation im Unternehmen, in der TK halt. Und habe halt gemerkt, dort kann ich anders reden als im realen Kontext in der Arbeitswelt. Und das, würde ich auch sagen, ist für mich immer der größte Konflikt gewesen, die Übertragung dessen, was wir am ISB alle gemeinsam mitgestalten, in der Art, wie wir miteinander umgehen, die Lernkultur, die ihr dort ja auch den großen Rahmen schafft, und wie dann eigentlich die reale Arbeitswelt ist, dass dort anders miteinander gesprochen wird, dass es dort einfach eine andere Kommunikations- und eine andere Dialog- und Konfliktkultur gibt. Und das war so für mich immer der größte Konflikt, den ich auch während der Ausbildung schon erlebt habe. Ja, vielleicht kommen wir da gleich nachher nochmal drauf, so was das dann auch jetzt für deine jetzige Rolle heißt. Du bist jetzt Vorständin. Was würdest du sagen, macht deinen Alltag besonders aus und was macht ihn auch vielleicht besonders anspruchsvoll? Na, ich sag lieber, was es besonders ausmacht, was mich besonders reizt, was mir besonders viel Spaß macht. Es ist halt schon so, wenn man Vorstand ist, dann kann man einiges bewirken. Also das Thema Gestaltungsmacht
Und auch da, ne, das auszusprechen, dass man Macht hat, war für mich auch ein Lernschritt, aber das dann positiv zu benennen als Gestaltungsmacht, die hat man halt als Vorstand. Das finde ich natürlich eine Herausforderung, hat auch was mit Verantwortung zu tun, dann hat man auch Verantwortung, aber ich sehe eher den positiven Teil, das merke ich jeden Tag, man kann halt ganz, ganz viel bewirken. Und das finde ich großartig, man kann halt wirklich gestalten, man kann Dinge lenken, steuern. Manchmal erschreckt mich das noch, ne? Wir haben über New Work geredet, über irgendwie Teamverantwortung, Selbstorganisation und Aufgabe von Hierarchie. Das war in einigen Workshops heute Thema, also dass Hierarchie keine große Rolle mehr spielt. Gleichzeitig merke ich in meinem beruflichen Alltag schon, in meiner Rolle als Vorstand, nee, also da wirkt noch Hierarchie ganz schön und die Menschen machen wirklich, was ich sage. Das erstaunt mich manchmal und verwundert mich. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, du bist die erste Frau im Vorstand. Ich habe natürlich dann die Frage auf den Lippen, welche Bedeutung hat es jetzt für das Unternehmen? Hat es eine besondere Bedeutung in dem Unternehmen und hat es welche Bedeutung für dich? Die Frage würde ich ja jetzt gerne weitergeben. Ich weiß, zum Beispiel Frau Schluto sitzt noch im Raum. Es hat eine Bedeutung fürs Unternehmen, ja. Es ist so, es war, glaube ich, doch für einige kaum vorstellbar, kaum denkbar, dass da wirklich auch eine Frau im Vorstand sein könnte. Und das sehen wir ja auch, dass das Thema Vorbild und dass es das zum ersten Mal geben muss, um wirklich das in der Realität überhaupt für viele Menschen denkbar zu machen, weil sie halt jahrzehntelang nur was anderes erlebt haben. Also auch als ich Führungskraft wurde vor 15 Jahren in der TK, da habe ich dann plötzlich eine ganze Reihe von Männern geführt, die noch nie in ihrem Leben eine Frau als Vorgesetzte hatte. Und das war für die natürlich eine ganz große Veränderung. Und wenn man das noch nie erlebt hat, wenn man das noch nie gedacht hat, dann ist das natürlich, dann verändert das was in der Organisation, wenn es wirklich passiert. Und auch das merke ich. Natürlich will ich dieses Thema auch mit weiter verändern und treiben, das Thema halt zum Beispiel mehr Frauen in Führungspositionen zu kriegen, also das zu einer Selbstverständlichkeit zu machen, dass Frauen auch im Vorstand sind oder auf der obersten Führungsebene. Das passiert nicht von alleine, also ein Vorbild alleine reicht da nicht, ist auch meine Erfahrung, aber gleichzeitig merke ich schon, dass auch das wirkt. Ich mache das immer daran fest, kleine Geschichte aus meiner Erfahrung, seitdem ich Vorstand bin und wenn ich in den verschiedenen Standorten der TK unterwegs bin, da gibt es wirklich noch Standorte, da gibt es 10 Führungskräfte, da gibt es 15 Führungskräfte und das sind alles Männer. Obwohl wir 70% weibliche Beschäftigte haben, ne? Also die Sachbearbeiterinnen, ne, sind dann halt alles Frauen. Und es ist inzwischen so, wenn ich da irgendwo ankomme und da ist ein reiner männlicher Führungskreis, dann entschuldigen sich die Männer bei mir schon vorher. Ich sag gar nichts. Aber es kommt sofort eine Entschuldigung, eine Begründung, warum jetzt irgendwie es bisher keine Frau in diesen Kreis geschafft hat. Und alleine das, ne, das Thema etwas auszusprechen, verändert ja schon was. Und jetzt nochmal betrachtet so unser Thema von heute, Konflikt, Konfrontations- und Dialogkultur. Würdest du sagen, da gibt es nochmal eine Bedeutungsebene? Jetzt durch deinen Einzug? Eine Veränderung? Ja, das ist natürlich mein Ziel, da was zu verändern. Das gehört so zu dem Thema veränderte Arbeitswelten. Wie gesagt, wir hatten das gerade auch in der Session mit New Work. Auch Kulturveränderung, also auch wir jetzt in unserer Organisation, um diesen ganzen veränderten Ansprüchen gerecht zu werden und auch zukünftig noch erfolgreich zu sein, nämlich genau in diesem Kontext, dass auch ich als Vorstand nicht mehr weiß, wie es in 2 Jahren aussieht und das nicht mehr vorhersagen kann. Also da einen Kulturwandel anzustoßen und eine andere Kommunikationskultur, Dialog- und Konfliktkultur hinzubekommen, um halt hierarchieübergreifend auf Augenhöhe und all diese Dinge, die wir alle kennen, um die wirklich auch lebbar zu machen in der Organisation, das will ich mit bewirken. Das ist natürlich auch mit einer Hauptaufgabe von mir als Personalvorstand. Und zum Beispiel diese Aussage, die ich gerade getroffen habe, dass ich mich hinstelle, auch bei Versammlungen von Mitarbeitenden und so weiter, und mich hinstelle und sage, ich weiß es nicht, auch wenn ich Vorstand bin, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert, das ist Kulturveränderung. Das verändert was, das verunsichert aber auch erstmal, ne? Weil das war ja auch bisher dieses, dass da oben jemand ist, das Bild hat glaube ich auch du oder ich weiß gar nicht mehr, wer das da aufgezeichnet hat, da gab es jemand, der weiß auf jeden Fall, was richtig ist und wie die Zukunft aussehen wird, da kann man sich auch drauf verlassen.
Das ist natürlich auch eine Kultur, die ja Sicherheit gibt. Aber da offen und ehrlich zu sein und zu sagen, nee, wir wissen das nicht mehr, ist für mich so mit ein Treiber und ein Beispiel dafür, um eine andere Dialogkultur hinzubekommen, um da halt auch ehrlicher miteinander zu sein. Kannst du uns da mal so ein, jetzt natürlich gerne ein anonymisiertes Beispiel sagen, wie kann man sich das vorstellen? Also wie tritt es zutage, wenn du das dann auch veränderst oder verändern möchtest in der Organisation, wenn du da andere Impulse setzt? Also ein anonymes Beispiel ist dann schwierig, weil es ist zufällig jedem im Raum klar, dass ich von der TK rede, ne? Nein, aber du brauchst keinen anderen Namen, das wäre natürlich schwierig. Na, also dieses Beispiel, was ich gerade sagte, dass zum Beispiel, wenn wir auch mit den Führungskräften jetzt der TK zusammenkommen und ein neues Thema bewegen wollen und uns also gemeinsam ausrichten wollen, in welche Richtung wir ein Thema, und ich versuche jetzt wirklich mal abstrakt zu bleiben, gehen wollen. Diese Erfahrung habe ich in diesem Jahr gemacht, dass ich mich dann dahingestellt habe, das waren die obersten Führungskräfte der TK und gesagt haben, lasst uns am Anfang des Workshops, lasst uns bitte gemeinsam mal diskutieren, was die richtige Richtung ist, in die wir uns bewegen wollen. Ich komme jetzt hier nicht als Vorstand in diese Sitzung rein und weiß schon, was das Ziel ist, sondern ich weiß es wirklich auch nicht und ich brauche jetzt die Kompetenz von euch allen, die hier im Raum sitzt, um eine möglichst gute Entscheidung zu treffen, was jetzt der richtige Weg sein kann für die Zukunft. Weil vorhersehen können wir es alle nicht. Wir werden vielleicht auch in 10 Jahren nicht wissen, ob es damals die richtige Entscheidung war. Aber erstmal zu sagen, die Kompetenz wirklich von allen abzuholen. Das ist jetzt etwas, wenn ich an die ISB-Kultur denke, das, was ein Teil der ISB-Kultur ist. Und dann komme ich aber zu dem ersten Punkt, den ich gerade gesagt habe, in den Unternehmen ist es aber nicht alltäglich. Da verändert es was. Und die Reaktion der Menschen, die ich da erfahre, ist größtenteils positiv, aber auch das gehört zur alten Kultur dazu, dass man als Vorstand eigentlich immer nur positive Resonanz erfährt. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube aber schon, dass bei den meisten Menschen da, dass sich die meisten Menschen dadurch abgeholt fühlen und natürlich auch in ihrem Wert, was sie an Kompetenz mitbringen, gerne mitarbeiten wollen und gerne Verantwortung mit übernehmen wollen. Und das gilt nicht nur für die Führungskräfte. Meine Erfahrung ist, das gilt auch für Sachbearbeitung, für Sachbearbeiterinnen, wenn man sie ernst nimmt und sie wirklich auch einbeziehen will in Entscheidungen. Also ich glaube, das überwiegt. Aber natürlich, ich will es nicht schönreden, gibt es auch die, die das eher als Unsicherheit empfinden und die da eher in den alten Rollenmustern Hierarchien festhalten wollen und das natürlich ablehnend gegenüberstehen. Da gibt es beides. In den Interviews, die ich gelesen habe, jetzt kommen noch mal so ein paar vielleicht Charakterisierungen, tauchen für mich immer wieder zwei Themen auf. Das eine, was ich immer wieder gefunden habe, war deine Leidenschaft für das Thema Führung und Führungsrolle und das Faible für das Thema Team und Teamwork. Liege ich da richtig? Da liegst du richtig. Du hast es ja auch aus meinen Interviews abgelesen. ja, weil vielleicht auch in meiner Lebensgeschichte, du hast es gerade dargestellt, ich bin zwar irgendwann Führungskraft geworden, aber ich komme eigentlich aus der Fachlichkeit. Ne? Angefangen vom Studium, Sozialwissenschaften, Systeme der sozialen Sicherung, Krankenkasse. Und ich habe jahrelang in der Fachlichkeit gearbeitet, bin dann aber halt, wie das halt ist, wenn man in der Fachlichkeit arbeitet, irgendwann kommt man an so einen Punkt, dann wird man plötzlich Führungskraft. Und hoffentlich passt es dann zusammen und hoffentlich hat man dann eine gute Unterstützung und Begleitung und Ausbildung und so weiter. Und ich habe für mich dann halt im Rahmen dieser Entwicklung gemerkt, dass für mich das Thema Führung eigentlich das Spannende ist. Und ich habe auch immer gerne fachlich gearbeitet, kann mich auch fachlich in Themen einarbeiten, aber das eigentliche Interesse, das Thema Führung ist und dann natürlich das Stichwort Teamentwicklung, wie Führung darauf wirkt, dass ein Arbeitsteam möglichst gut zusammenarbeitet, dass die Menschen daran sich alle wohlfühlen und gleichzeitig natürlich das Ergebnis, das Teamergebnis fürs Unternehmen positiv ist und erfolgreich ist. Das finde ich für mich so die spannende Herausforderung. Und was macht es erfolgreich? Was macht Teamwork, Teamarbeit erfolgreich? Das war zum Beispiel die eine Session, die ich auch heute Morgen besucht habe, dass man natürlich guckt, dass ein Team gut zusammenpasst, dass unterschiedliche Kompetenzen und nicht nur Fachkompetenzen, sondern Sozialkompetenzen auch zusammenpassen. Kennen wir alles. Ich glaube, dass das Entscheidende ist aber, dass das Team sich untereinander und auch dann
Führung, vielleicht als Teil des Teams, vielleicht aber auch nicht. Ist ja auch eine spannende Diskussion, steht die Führungskraft mit auf dem Spielfeld oder nicht. Dass es da eine gegenseitige Anerkennung gibt der verschiedenen Rollen und immer den ganzen Menschen auch wahrnehmen, der da mit reinkommt in das Team. Und das ist halt, natürlich geht's, wir treffen uns in der Arbeit und eigentlich geht es um das, was wir im Büro leisten oder an unserem Arbeitsplatz leisten, aber wir bringen halt auch immer unsere privaten Rollen und alles mit, also uns als Menschen gegenseitig voll akzeptieren und daraus dann die Stärken herausarbeiten, sodass das Team in der gemeinsamen Arbeit halt mehr schaffen kann, altbekanntes Thema, als jeder Einzelne für sich. Also das Thema wirklich sich gegenseitig als, also das Menschenbild, was dahinter steckt, will ich deutlich sagen, und damit die Haltung. Das so fasse ich es ja auch immer zusammen. Für mich ist und bleibt Führung eine Frage der Haltung und nicht der Methodik, die man darin anwendet. Ja, das schließt schön an meine vorletzte Frage. Wir haben letztes Jahr an diesem Ort hier unten nochmal gesprochen, auch über das, was das ISB auch, ja, ich sage immer so ein bisschen salopp, im Schaufenster hat, was wir beschreiben, was wir anbieten, und sehen ja dann auch nach 2 Jahren häufig in unseren Abschlussberichten der Teilnehmer, was am Ende bleibt und was wirkt. Und wir hatten auch in unserem Vorgespräch nochmal so diese, genau das, was du eben sagtest, diese Tools und Methoden auf der anderen Seite und die auf der anderen Seite Professionalität, Haltung, Werte, hattest du nochmal genannt. Und du hattest dann gesagt, am Ende kommt es auf die Haltung an. So war nochmal deine Formulierung. Ja, magst du uns da nochmal einen Einblick geben? Was heißt es für dich im Unternehmen, wenn man das jetzt nochmal so gegenüberstellt oder nebeneinander sieht? Also vielleicht mal der eine Aspekt, unser Gespräch letztes Jahr, so was ist eigentlich der Wert aus einer ISB-Fortbildung, so darf ich es mal formulieren. Und aus meiner Sicht, was ich dir dann auch zurückgespielt habe, war es wirklich das Thema Selbstreflexion und Haltung. Das war für mich das Relevante, diese 2 Jahre wirklich in einem intensiven, offenen Dialog zwischen Menschen, die wirklich ehrlich miteinander waren, sich immer wieder auch selbst reflektieren zu können. Die einzelnen Theorien und Methoden, die wir dort gelernt haben, bin ich kein Methodenmensch. Da fiel mir auch heute wieder bei einer Frage auf, nee, habe ich ganz vergessen, ist gar nicht hängen geblieben, sondern für mich ist dieses Thema auch beim ISB mit der Lernkultur, die dort erzeugt wird, das Thema ja Haltung. Und ich sehe die Parallelen zu meiner Arbeit heute, sagte ich ja gerade schon. Manchmal, und das war auch letztes Jahr, als wir hier über neue Führung diskutiert haben in Workshops, da war das zum Teil dann auch schon so. Und ich erlebe das auch heute so in den Diskussionen, die wir auch bei uns im Unternehmen führen, über neue Führung und was muss ich da verändern. Wenn man dann mal zusammenfasst, was dann am Ende kommt, wie gute Führung eigentlich beschrieben wird mit Selbstreflexion, mit Haltungsfragen, mit Verantwortung und so weiter und mit Zugewandtheit zu Menschen, Vertrauen und Zutrauen, diese Worte sind ja auch schon gefallen, dann denke ich dann doch leider immer, ne, eigentlich ist es doch gar nichts Neues. War gerade auch die Kritik, ne? Zu Veränderungen darf man das eigentlich nicht immer sofort sagen, ist doch nichts Neues, haben wir doch schon alles. Aber trotzdem komme ich dann manchmal zu dem Punkt und sage, eigentlich ist das gar nicht so viel Neues. Eigentlich ist es das, was ich vor 20, 30 Jahren schon zum Teil während meines Studiums über gute Führungsansätze und Menschenbilder und so weiter gelernt habe. Und dann komme ich aber immer zu dem Punkt, dass ich sage, wenn Digitalisierung und New Work dazu führt, dass wir das endlich leben in den Unternehmen, dass wir das endlich umsetzen müssen, weil wir halt feststellen, dass die alten Führungsmodelle mit Hierarchien und erstmal über alle Stufen gehen, bis eine Entscheidung getroffen wurde, bis unten wieder weitergearbeitet werden kann im Projekt, dass das zu lange dauert. Das ist ja der Antrieb, warum Unternehmen heute über neue Kultur und neue Arbeitswege reden, damit sie halt schneller werden, damit wir weiter effizient und erfolgreich sein können. Wenn es dazu führt, dass wir diese Grundhaltung von positiver menschlicher Führung endlich leben müssen, dann ist es doch super. Dann ist es eine tolle Entwicklung, die wir gerade erleben. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das in den Unternehmen zum Teil passiert. So abrundend, was sind bei dir für Fragen heute aufgeworfen worden durch den Tag? Und was gibt es für Themen, mit denen du jetzt gerne noch weiter mit den Referenten und auch vielleicht mit den Teilnehmern diskutieren würdest? Ich habe heute wieder festgestellt, und das wurde auch gerade bei dem
bei der Session über New Work da kurz hier berichtet. Ne? Du hattest das auch gut zusammengefasst. Wir hätten noch stundenlang weiter diskutieren können. Und von daher dieses Thema, wie viel Kompetenz und Erfahrung und Meinung da sind und da diesen Austausch herzustellen zu den Themen, die wir gerade alle, die Schnittstelle, die wir halt haben, wenn es um Organisation und Führung und Menschenbilder und Verantwortung geht und Kommunikation, das weiterzutreiben, da ist es manchmal schade, so ein Tag wie heute, denn der doch immer sehr voll ist, weil es viele Workshops gibt und weil man sich entscheiden muss. Entscheiden heißt ja auch immer auf etwas verzichten. Von daher glaube ich, bin ich so offen, dass ich sage, meine Erfahrung ist, man kann in einen Workshop gehen und wenn man anfängt zu diskutieren, kommt auf jeden Fall ein interessanter Impuls von Mitdiskutanten, die da sind. Und wir hatten das ja auch in unserem Vorgespräch hier gesagt, wir lassen dem Gespräch einfach mal, wir lassen das laufen, weil da entsteht irgendwas. Also wir gucken, was fließt und das ist meine Erfahrung auch. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ich muss jetzt unbedingt noch dieses oder jenes Thema diskutieren. Ich habe eher das Gefühl, ich hätte gern mehr gehört aus dem einen oder anderen, aus der einen oder anderen Session, aber das ist halt so, man muss sich halt entscheiden. Also von daher bin ich eigentlich gespannt, wenn wir jetzt in eine größere Diskussion gehen, was vielleicht, und das war auch mein Wunsch zu Beginn, wenn wir vielleicht auch noch Fragen, Impulse von all den Kollegen und Kolleginnen mit aufnehmen können, wenn es da was gibt, die jetzt hier nicht oben auf dem Podium sitzen, sondern lieber das aufnehmen, was an Energie im Raum ist. Gibt es jetzt bei uns in unserem Gespräch noch was, was du noch mal so laut machen möchtest? Außer, dass ich natürlich Danke sage, dass du das Gespräch hier mit mir geführt hast. Nee, ich möchte ganz persönlich sagen, ich fand das sehr spannend, als du mich angerufen hast und gefragt hast, ob wir hier diesen Dialog hier auf der Bühne führen können. Und zwar genau mit diesem Kontext zu einem kurzen Gespräch, was wir letztes Jahr, das ist ja ein Jahr her, unten beim Kaffee hatten. Und auch das ist für mich das Beispiel dafür, das war so ein kurzer Impuls, über den habe ich auch noch länger nachgedacht und auch an deiner Reaktion, deinem Telefon habe ich gemerkt, dass du darüber länger nachgedacht hast. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel dafür, von dem, was ich meine, dass wir uns halt gegenseitig Denkanstöße geben, die anscheinend auch noch nachhallen. Dafür vielen Dank. Ja, vielen Dank, das geht mir ganz genauso. Das war auch bei mir so und das schließt sich auch für mich da wieder der Kreis und dafür danke ich dir sehr. Danke. Gerne.